Herzlich willkommen bei den Wiederholungseinheiten Europarecht. Heute soll es um die Warenverkehrsfreiheit gehen. Wie immer, ganz kurz und knapp, in lediglich ein paar Minuten. Die Warenverkehrsfreiheit ist eine der wichtigsten Freiheiten im europäischen Binnenmarktrecht. Sie sichert die Herstellung der Zollunion innerhalb der Europäischen Union. Und wir teilen, wenn wir die Warenverkehrsfreiheit und ihre Verletzungen prüfen, wie immer ein in den Anwendungsbereich, den Eingriff, mögliche Rechtfertigungselemente und Schranken. Im Anwendungsbereich widmen Sie sich der Frage, ob ein grenzüberschreitender Sachverhalt vorliegt. Da es hier um Waren geht, müssen die Waren dann entweder von einem Mitgliedstaat in den anderen Mitgliedstaat importiert oder exportiert werden, oder der Sachverhalt muss in irgendeiner Form eine Situation betreffen, in dem an die Tatsache angeknüpft wird, dass Waren aus dem EU-Ausland kommen, beziehungsweise aus anderen EU-Ländern. Der persönliche Anwendungsbereich betrifft dann diejenigen, die sich mit den Waren beschäftigen, also Unionsbürger, und der sachliche, die Tatsache, dass wir es überhaupt mit Waren zu tun haben. Was sind Waren? Das EU-Recht hat hier eine ganz eigene Definition, die natürlich nicht mit dem des nationalen Rechts übereinstimmen muss und kann. Und hier handelt es sich um jeden handelbaren Gegenstand, der in irgendeiner Form einen Geldwert hat oder für den andere ihm einen Geldwert zumessen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Der EuGH hat sich mit Kunstwerken, Banknoten, Müll und Strom, Erdgas, Medizinprodukten oder Humanplasma beschäftigt, also eine ganze Bandbreite von Dingen als Waren anerkannt. Dann zum Eingriff. Der Eingriff betrifft staatliche Maßnahmen, weil sich die Grundfreiheiten vorrangig an die Mitgliedstaaten richten. Nur auf sekundärer Ebene ist die Grundfreiheit auch ein Gebot an die EU-Organe selbst, etwa wenn es um die Legislative geht und um neue Gesetze, die Warenverkehrsfreiheit betreffen, dann muss die natürlich auch auf EU-Ebene umgesetzt werden. Aber die Mitgliedstaaten haben in erster Linie diese Grundfreiheit zu gewährleisten. Was bedeutet jetzt Eingriff? So wie es Artikel 34 und 35 des EU-Vertrages auch vorsehen, ist ein Eingriff vorrangig eine mengenmäßige Einfuhr- oder Ausfuhrbeschränkung. Das heißt entweder Einfuhr- oder Ausfuhrverbote oder Kontingentierungen. Das ganz klassisch an die Nationalität der Ware, die in einen EU-Staat reinkommt, angeknüpft wird und gesagt wird, nein, davon nur eine bestimmte Menge etwa oder diese Waren bitte überhaupt nicht einführen. Das sind die klassischen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen, die der EU-Vertrag in erster Linie vorsieht. Die Grundfreiheiten sind jedoch Freiheiten, die von reinen Diskriminierungsverboten zu Beschränkungsverboten durch den EuGH weiterentwickelt wurden. Und die Warenverkehrsfreiheit ist eine der ersten Freiheiten, wo das tatsächlich geschehen ist. Und in der Entscheidung d'Assonville hat der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass jede Handelsregelung der Mitgliedstaaten eine Einschränkung der Warenverkehrsfreiheit bedeutet, die geeignet ist, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar tatsächlich oder potenziell zu beschränken. Also eine sehr weite Definition von Beschränkungen, unmittelbar, mittelbar, tatsächlich oder potenziell. Da das dann faktisch an jeder Maßnahme anknüpft, die irgendwie reglementiert, wie Waren auszusehen haben, wie sie verpackt werden sollen und so weiter, ist auch dem Gericht bewusst geworden, dass das natürlich eine sehr weitreichende Regelung ist und hat dadurch dann in der weiteren Rechtsprechung eine Rückausnahme etabliert. Die Rückausnahme bedeutet, dass all diejenigen Maßnahmen, die regeln, was verkauft werden darf, wie es verkauft werden darf oder wer etwas verkauft, nicht von
der beschränkenden Wirkung der Warenverkehrsfreiheit umfasst sind, dass diese Regelungen auf nationaler Ebene getroffen werden können und dementsprechend keine Beschränkungen der Warenverkehrsfreiheit darstellen. Das hat einfach, wie gesagt, damit zu tun, die Beschränkung wäre ansonsten so weit zu verstehen, dass das gerade nicht mehr in den Schutzbereich der Warenverkehrsfreiheit reinfallen kann. Also die Tatsache zum Beispiel, dass bei uns unterschiedliche Ladenschlusszeiten da sind, zu denen man überhaupt Waren verkauft werden darf, das ist eine zulässige nationale Regelung. Es knüpft an das Wann des Verkaufs an und ist dementsprechend keine Beschränkung nach der Warenverkehrsfreiheit. Genauso etwa Verpackungsarten und Weisen. Nur diejenigen Regelungen, grob gesprochen, die den Zugang der Waren zu einem anderen Markt unterbinden oder wesentlich erschweren, die sollen von der Warenverkehrsfreiheit umfasst werden. Dann schauen wir uns an, welche Rechtfertigungsmöglichkeiten bestehen, wenn wir nationale Maßnahmen haben, die die Warenverkehrsfreiheit beschränken. Und da müssen wir wie immer differenzieren zwischen dem, wie eingegriffen wurde. Auf der Eingriffsebene haben wir unterteilt zwischen Ein- und Ausfuhrbeschränkungen und normalen Beschränkungen. Ein- und Ausfuhrbeschränkungen sind diejenigen, die unmittelbar an der Nationalität der Ware anknüpfen. Das heißt, diejenigen, die eine Ware somit diskriminieren. Und jede andere Maßnahme, die auch eine ähnliche Wirkung zeigt und Waren diskriminiert, ist dann eben auf dieser Ebene zu behandeln. Und hierfür gilt das Rechtfertigungselement und die Rechtfertigungsgründe des Artikel 36 des AIUV. Weitere Rechtfertigungen sind möglich. Das zeigt die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Und die sind möglich unter Zugrundelegung der sogenannten zwingenden Gründe des Allgemeinwohls. Diese Rechtfertigungsgründe hat der EuGH entwickelt in dem Fall Cassis de Dijon und hat eben dort gesagt, dass alle weiteren Voraussetzungen diesen zwingenden Gründen genügen müssen. Gleichzeitig sind dann auch wie immer die Schranken zu beachten. Jetzt aber nochmal zurück, was meint die Rechtfertigung der geschriebenen Rechtfertigungsgründe, Artikel 36 des AIUV. Hier hat der EuGH diverse Rechtfertigungsgründe anerkannt, die eben in Artikel 36 auch genannt werden. Die öffentliche Sicherheit, insbesondere die Energieversorgungssicherheit, die Gesundheit, das nationale Kulturgut oder das gewerbliche und kommerzielle Eigentum. Dann ist zu beachten, dass die Grundrechte als Schrankenschranken der Warenverkehrsfreiheit fungieren können. Insbesondere eben die, die in der Grundrechtecharta normiert sind. Und dafür gibt es auch zwei Beispielfälle. Das eine Mal, dass die Grundrechte eben als Schranke selbst dienen können und wiederum eine Beeinträchtigung der Warenverkehrsfreiheit als gerechtfertigt erscheinen lassen, ist der Fall, der hier genannte Schmidberger Fall. Dort hatten österreichische Demonstranten auf der Brenner Autobahn eine Versammlung abgehalten, die eine umweltpolitische Zielsetzung hatte. Und dort zählte eben der Schutz der Versammlung, der Demonstration auf der Autobahn als vom Schutzbereich der Versammlungsfreiheit in der Grundrechtecharta anerkannt. Das bedeutet wiederum, dass es hinzunehmen ist, dass dann für die Dauer der Blockade der Brennerautobahn, die ja einen wichtigen Strom von Waren innerhalb von Europa regelt, dass das hingenommen werden muss. Also hier kollidierten Waren, Verkehrsfreiheit und Versammlungsfreiheit in einer Drittwirkungs- und Schutzpflichtkonstellation, das ist dann wiederum gerechtfertigt. Hier fungiert die Grundrechtecharta als Schranke. Weiterhin kann die Grundrechtecharta aber auch als Schrankenschranke fungieren, dass eben Begrenzungen und Beschränkungen, die gerechtfertigt sind, der Warenverkehrsfreiheit für bestimmte Marktteilnehmer
eine besondere Härte bedeuten und es dann da wiederum Rückausnahmen geben muss. Und das zeigt der Fall Familia Press. Dort waren Regelungen, die ein Gewinnspielverbot in der Presse betrafen, sehr weitgehend und betrafen bestimmte Verlage, die auf gewisse Arten und Weisen dann Regelungen getroffen hatten, die mit Gewinnspielen verbunden waren. Und dort wurde gesagt, dass eben die Presse natürlich die Meinungsfreiheit für sich geltend machen kann. Und wenn sie eine bestimmte Art und Weise hat, dann diese Gewinnspiele abzudrucken, dann muss das auch gerechtfertigt sein. Jedenfalls, wenn es eben kleine Unternehmen sind. Ja, das ist quasi die Übersicht zur Warenverkehrsfreiheit. Hier nochmal zu den ungeschriebenen Rechtfertigungsgründen nach der Cassis de Dijon-Rechtsprechung. Hier habe ich mal einige aufgeführt, damit Sie so ein Gefühl dafür bekommen, was das überhaupt für Rechtfertigungsgründe sein können. Hierzu nennen wir auf jeden Fall auch der Umweltschutz, der eben schon zur Sprache kam, der Verbraucherschutz, die Arbeitsbedingungen, kulturelle Ziele, insbesondere die Aufrechterhaltung der Medienvielfalt, das finanzielle Gleichgewicht des Systems der sozialen Sicherheit, die Straßenverkehrssicherheit, die effektive fiskalische Kontrolle, die Kriminalitätsbekämpfung und der Schutz des Wohlbefindens der Tiere. Damit kommen wir dann zum Schluss der Übersicht und hier sehen Sie nochmal ein kleines Schema, wie die Warenverkehrsfreiheit geprüft wird. Zuallererst widmen wir uns der Frage, haben wir eine staatliche Maßnahme, und dann kommen wir zur weiteren Frage, wie sieht diese staatliche Maßnahme aus? Ist sie eine Diskriminierung, insbesondere eine mengenmäßige Ein- und Ausfuhrbeschränkung? Oder haben wir es mit einer Beschränkung zu tun? Das ist dann die Maßnahme gleicher Wirkung im Sinne des Dassumwilfalls. Und dann im Weiteren würden wir dann nochmal unterteilen, ob diese Maßnahme gleicher Wirkung, die ähnlich wirkt wie Ein- und Ausfuhrbeschränkung, eine Diskriminierung oder eine Beschränkung darstellt. Bei der Beschränkung wäre zu beachten, dass die Fälle, die das Wann des Verkaufs, des Wie und des Wos regeln, im Sinne der KEC-Rechtsprechung eine Verkaufsmodalität darstellen, die nicht unter den Anwendungsbereich der Warenverkehrsfreiheit fällt, und dass die Beschränkung dann im Weiteren nur durch zwingende Gründe des Allgemeinwohls im Sinne der Cassis-Dijon-Rechtsprechung zu rechtfertigen ist. Auf der Ebene der Diskriminierung ist zu beachten, dass hier sowohl für die Diskriminierung als Maßnahme gleicher Wirkung als auch für die Diskriminierung als mengenmäßige Ein- und Ausfuhrbeschränkung die Rechtfertigungsgründe des Artikel 36 AEUV einschlägig sind. Das war das Ende der Übersicht über die Warenverkehrsfreiheit und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.